Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Transport Fever 3 Flussland. Heute kümmern wir uns ein bisschen um die Bretterproduktion, beziehungsweise um die endlich mal die Produktion für Waren. Für die Warenfabrik in Singrön. Dafür brauchen wir natürlich jetzt die Bretter. Ich habe mir gedacht, dass wir werden diese Verbindung vielleicht von der Frequenz noch ein bisschen anpassen, aber das war's auch. Auf die kurze Distanz macht es da keinen Sinn mit Zügen. Wir werden allerdings eine Zuglinie von hier runter bis hier bauen, von hier runter bis dort. Die Verbindung wird dann weiter hier rüber gehen, über dieses bestehende Schienennetz, was wir noch zweispurig ausbauen werden, bis nach Niederwörresbach. Und Niederwörresbach fahren dann die Güterzüge durch bis hierhin und dann quasi drehen sie wieder so in der Richtung. Sprich, wir haben einiges vor uns. Güterzüge werden auch ein bisschen länger, weil es natürlich eine weitere Strecke ist. Oder eine weite Strecke ist, die sie zurücklegen werden. Wir machen es einfach auf normaler Geschwindigkeit. Vielleicht müssen wir hier nochmal ein bisschen das umdisponieren. Ja. Pausieren wir das Ganze mal. Und bauen ein weiteres Depot hier hin. Zack. Und wir haben zwei Linien. Wir haben einmal, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Baumstämme-Linie. Nur entladen. Einmal hier nur entladen. Haben wir das schon mal hinter uns. Und jetzt noch, Werkzeuge. Waren? Nee. Wie ist denn das noch gar nicht? Werkzeuge alten Kunststadt. Okay, dann doch. Werkzeuge alten Kunststadt. Alten Kunststadt Sägewerk. Ach egal, das ist mir jetzt egal, dass es nicht so ist. So, zack, dann reißen wir das ab. Und dann können wir wieder das Ganze weiterlaufen lassen. Und kümmern wir uns um die Züge. Boah, okay, wir kommen mit zwei Zügen an. Frage, drei Gleise würde ich fast sagen, ne? Dass wir halt prinzipiell auch zeitgleich anhalten können, aber zu unterschiedlichen Zeiten, dass die halt wegfahren können, durchfahren können. Oh Gott, die Länge. Gehen wir auf 240 Meter, würde ich schon fast sagen. Ja, weitern können wir das ja prinzipiell sowieso immer noch. Dann geht das dann hier zweispurig hier rauf oder hier rein, wahrscheinlich hier lang oder dann hier rauf. Und dann brauchen wir hier hinten prinzipiell nur eine Abladestelle. Demnach können wir auf zweispurig hier gehen und es wird ja eher so ein Endding sein. Verbindung ist noch gegeben dahin, angeblich. Okay, wir müssen das alles sowieso mal aufwerten auf Hochgeschwindigkeit. Das andere dementsprechend auch. Haben wir es bald endlich mal hier? Ach, jetzt schmiert die Scheiße schon wieder ab. Das Spiel ist schon gerade eben abgeschürzt. Das ist natürlich wieder Katastrophe hier. Drecksmist hier. Keine Rückmeldung, können wir wieder vergessen. Alles klar, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe alles wieder hergestellt.
Einmal dazwischen gespeichert. Sicherheitshalber, man weiß ja nie. Da wir hier durch den Bahnhof durchfahren werden, braucht er noch ein zweites Gleis. So. Wir werden hier durchfahren, da können wir eigentlich mal hier das Gleis sogar noch mitnutzen. Wir müssen vielleicht noch ein bisschen was ändern. Dann bauen wir noch mal. Die Frage. Machen wir einfach erstmal mit einem. Wo müssen wir dann ganz hin? Wir müssen hier hin. Würde ich fast sagen, wir bearbeiten irgendwo dann hier mit zwei Überwerfungsbauwerken, so gesehen. Custom natürlich. Ist zu niedrig, really? Ja. Ich finde, das ist schon wieder ein bisschen zu hoch. Na gut. Dann geht's halt hier einmal rüber. Roundabout. So. Danach kann man wieder untergehen. Hier geht's dann vielleicht so rüber. So was in der Art. Oh Gott. Ja, passt, denke ich mal. Runtergehen. Wunderbar. Und dann können wir das Ganze auch wieder anbinden. Ich glaube, es bleibt ja auch eher einspurig. Das erste zumindest, da holen wir halt den Baumstamm und dann... Oder? Wie habe ich jetzt gerade noch mal im Hinterkopf gehabt? Kann man das hier mal erzählen? Ich habe es wieder vergessen. Aufgrund von Panik, oh Gott. Speichern wir nochmal. Hier ist eine Speicherfolge des Todes.
So, Zug. Wieder, wieder auf 240 Meter. Versuchen wir es möglichst gut auszurichten. Schätze, das passt. Gut, 180 mal kurz ein bisschen runter, ist ja nicht. Ist ja halb so wild, so. Jetzt hier durch den Wald. Dann können die ungefähr hier so aufeinandertreffen. Scheint smooth zu sein. Jetzt müssen wir es noch anpassen. So, wenn man das Geld dafür und hier geht dann die Kurve rüber. Und dann binden wir das an. Geht ja eh nur 200 Kilometer pro Stunde und dann können wir das Ganze jetzt hier durch den Wald durch so gesehen anschließen. Nehmen wir mal das Ganze. Oh. Und binden das Ganze hier an. Das Ganze wird dann hier quasi so mit rangebracht. Und das hier wird. Oh Gott. Nein, nicht so, sondern das hier wird. Wenn hier keine Terrain-Angleichungsprobleme wären, würde das hier angebunden werden. Wunderbar. Könnten nämlich prinzipiell auch gleichzeitig angedingst werden. Wobei es macht mehr Sinn. Vielleicht. Das nochmal hier anzubinden. Hier raus und den erstmal später hier anzubinden. Jetzt noch ein bisschen dreigleisig. Und dann binden wir den ganze hier vielleicht im Wald an. Oder kurz vorm Wald. Gehen dann jetzt hier rein. Sprich. Okay, das mit einem Preis machen wir gleich. Wir binden das erstmal an. Sprich, das binden wir jetzt noch hier vorne an. Das wird halt zum Panik speichern. genau, dann binden wir das gleich hier an. Sprich, es geht hier raus. Und dann, okay, der Schein ist weg. Schade. Und hier dann auch raus. Den Abschnitt können wir auch nochmal abreißen. Machen wir ein bisschen mal jetzt. Und binden den danach wieder an.
können daraus ja noch eine Doppelweiche machen. Und das Ganze binden wir jetzt selten an. Ich glaube, das ist ja sogar schon, ja, das passt. Als ob wir es geahnt hätten. So, zack. Dann sind wir jetzt auch bis dorthin angebunden. Hier geht es dann geradeaus weiter. Oh, und da schmiert der Rotz hier wieder ab, ey. Das kann doch nicht angehen. Ach, ich glaube, ich kann wieder reden. Versteigung zu groß. Ja. Das Spiel ist nochmal diverse Mal abgeschmiert. Ich glaube, das ist so die klippreichste Folge ever, die ich bisher gemacht habe von Transport Viva. Das ist echt belastend gerade. Wir passen dann noch durch. Autosave habe ich jetzt auf alle 2 Minuten eingestellt. Und nach 2 Minuten ist es trotzdem gecrashed wieder. So, das ist jetzt halt eine scharfe Kurve hier. Können wir halt nicht ändern, ist halt so. Und dann geht es hier rein. Dann machen wir einfach mal eine Kreuzweiche hier hin. Oder halt eine alte Kreuzweiche. Und connecten das Ganze dann wieder mit dem anderen bestehenden Teil. Oh, vergessen, Panik speichern. Ich muss echt nochmal gucken, was, woran das liegt, dass das so abschmiert gerade. Also kann es ja auch wiederum nicht sein, ne? Also wir können ja nicht mehr speichern als bauen oder whatever. So. Hier sind wir connected, den Abschnitt müssen wir jetzt hier natürlich noch machen. So, das müssen wir wieder nochmal wieder herstellen. Ja, Katze. Hier machen wir mal eine Doppelkreuzweiche hin. Oder, ja. Und dieser Abschnitt geht ja mit gemäßigter Geschwindigkeit erstmal in diese Richtung. Ja, Katze, wir haben jetzt den linken Abschnitt, genau, ja. Ich weiß, ich rede wieder zu viel, mehr oder weniger. Für dich rede ich wieder zu viel, ne? Ich merke das schon. Willst du wieder mitreden? Natürlich ziemlich open field, diese ganze Strecke hier, aber... dieser Abschnitt ist dann halt auch nochmal ein bisschen... wie soll ich sagen? Eng? Genau, das ist jetzt auch nochmal wieder so ein Abschnitt, der dann zweispurig gefahren wird. Bevor es dann hier hinten auch auf dieses Gleis rauf geht.
Brauche ich erstmal längere Zeit, ein dreispuriger Abschnitt, bis es dann hier dort drauf geht und diese Anbindung hier weiter hier lang geht, speichern. Ich sage, es ist mittlerweile ein Panikspeichern geworden. Okay, ein Autosave bekommen wir auch nochmal zwischendurch reingedrückt. Weil das halt einfach, keine Ahnung. Muss ich mal gucken, ob sich das Problem wieder behebt. Ob er eben lässt. Wäre scheiße, wenn nicht. So, binden wir das Ganze hier auch nochmal an. Wunderbar, dann müssen wir jetzt nochmal speichern. Wir haben ja jetzt alles hinter uns, so was das betrifft. Speichern, jawohl. Ja, die Aufnahme ist gleich, wenn wir durch sind, schon lang und die Folge ist eigentlich nur, keine Ahnung, halbe Stunde lang oder so. So, Signale. Damit die prinzipiell auch hier noch halten können. Das Ganze ist ja sowieso hauptsächlich erstmal so. Okay, da nochmal eins in diese Richtung. Ich produziere das alles richtig, sowohl, genau. So, mehr kann man ja immer noch setzen. So, brauchen wir einmal. Hier eins und hier eins. Genau, es macht noch Sinn. Fällt mir jetzt gerade mal auf. Hier ein Zug, den können wir nämlich in den anderen Zug. Den Personenzug können wir dann nämlich auch auf die andere Seite mit lang fahren lassen. Hier brauchen wir was, einfach nochmal hier. Dann können wir den Zug nämlich auch hier rüberlaufen lassen. Wunderbar. Den Rest haben die dann für sich mehr oder weniger. Ja. Lassen wir es erstmal bei dem Abschnitt. Mir alles gedoppelt. Dann haben wir hier alles getrippelt. Genau, brauchen wir einmal noch hier. So, da geht das dann nochmal hier rüber. Wir brauchen das hier und nicht dort.
Ne, brauchen wir nicht. Egal. Ja gut, und danach ist es ja eigentlich eher irrelevant, weil es ja nur einspurig ist. Genau, wir müssen aber hier nochmal rüber. Fällt mir erstmal gerade so auf. Ich habe das hier noch vergessen gehabt. Und den Airbus A320 haben wir bekommen. So, hier halten. Für den, wenn man noch rüber will. Und hier halten für den. Okay, ich glaube, das passt. Oh Gott, oh Gott. Wir speichern das Ganze nochmal sicherheitshalber. Speichern, ja. Und machen dann eine neue Linie. Einmal von hier nach hier. Und einmal nach hier. Jetzt müssen wir gucken. Bärbaumhaltepunkt ist klar. Altenkunststadt-Sägewerk soll auf der 1 sein, genau. Und die Grünen Zentrum, wie es aktuell noch heißt, soll auf der 3 sein. Das passt. Dann haben wir hier Bär Baum, ah ne, Güterzug habe ich vergessen. GZ Güterzug Bärbaum Bärbaum Waren Bärbaum, Dings, Bärbaum, 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 Seegrün, Bretter, Waren. Machen wir einfach mal das alles Copy and Paste. Neue Linie von Niederhilbersheim hierhin. Und dorthin fahren beide zweispurig lang. Na ja, wunderbar. Allerdings sollte das hier dann über Hups auf Gleis 2 sein. Dann geht das hier rüber. Das sieht doch vernünftig aus. Wunderbar. So, dann haben wir hier Nieder. Wir haben es einfach nur Hilbersheim. Hilbersheim. Seegrün Bretterwagen. Panikspeicherung. Warum läuft. Ich sag's lieber nicht. Gehen wir einfach mal erstmal auf 3 Züge, würde ich sagen. Also 3 Züge pro Linie. Demnach 6 Züge. Die schafft 140. Die schafft sogar 200, die BR.
Reisezug, Schienenreisezugverkehr als das Flaggschiff. Okay. 302 war scheinbar auch überall. Okay, das ist für den mittelschweren Schreckendienst. Dann nehmen wir mal die. Vielleicht nehmen wir auch zwei davon, ich habe noch keine Ahnung. Wagen. Das ist für Bretter und für Baumstämme. Die schafft 160, okay. Wir können auf 160 Meter gehen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. War doch so, oder? Da war eine Güterzüge länger, die beiden Dinger da hier länger. 240 können wir gehen, geil. Machen wir das natürlich auch. Das ist einer zu viel. Dann können wir 156 können wir transportieren. Dann klonen wir 1, 2, 3. So. Linie zuweisen. Bärbaum. Und der Rest Hilversheim-Siegrön. Wunderbar, dann gucken wir uns mal an, wie das alles hier so rausfährt. Haben uns erstmal um den Verkehr dahin gekümmert. Haben wir dann hier einen Abtransport? Ja, ne? Hier, das ist Waren und so weiter. Die werden prinzipiell abtransportiert. Wenn wir schon mal dabei sind und hier die. Okay, da waren. Die Linien hier haben. Hierfür, das sind das eine. Hier die Baumstämme, das sind 77 Sekunden. Baumstämme 77 Sekunden, das andere sind 58 Sekunden. Erhöhen wir das Ganze mal, würde ich sagen, nochmal, wenn wir schon mal hier dabei sind. Okay, wir können das Ganze hier sowieso auf 40 vorne jetzt packen. Ja. Ja, dann machen wir einfach mal das auf 40 Tonner. Mal gucken, wie sich das so entwickelt. Fahrzeug ersetzt. Müssen wir so noch automatisch alles ändern. Gehen wir einfach mal auf sofort ersetzen. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Ich wollte das ja offscreen nochmal alles ersetzen. Das kann ich mir vielleicht gleich nochmal gleich machen, wenn wir hier durch sind. Ach ja, genau, hier. Jetzt habe ich das schon wieder weiterlaufen lassen. Schauen wir uns einfach mal an, wie das hier alles so rausfährt. Die 6 Dieselloks sind es ja, glaube ich. Den Zug können wir vielleicht auch noch mal erweitern. Dann machen wir ein anderes Mal. Mal schauen, wie das Ganze so anläuft.
Dann gehen wir ganz gut laufen. Und ja, ich würde mal sagen, jetzt lassen wir ein bisschen schneller laufen. Ich würde sagen, damit endet ich auch mal erstmal die Folge. Wobei wir gucken uns gleich, aber ich gucke mir gleich nochmal an, ob das alles so läuft, ob das so funktioniert hier, wie sein laufen soll und so weiter und so fort. Genau. Dann wollen wir mal schauen. Die Bahnübergänge sollten ja alle richtig sein. Das sind alles Beschrankte, genau. Der erste kommt da rüber. Dann wird es ja wahrscheinlich erstmal ein bisschen Stau geben. Weil der nächste war ja auch hier hin. Und kann noch nicht. Der müsste jetzt halten. Perfekt. Dann wird der andere eventuell beladen. Er wurde tatsächlich schon beladen. Geil. Dieses ständige Speichere geht mir schon wieder auf den Keks. Hier warten sogar schon Bretter. Mensch. Das ist ja nice. Genau, und dann verändere ich gleich auch wirklich den ganzen Kram, dass wir eine Verbindung, dass wir alles ersetzen mit 40 Tonnen im Laufe der Zeit. Ich glaube, bis jetzt ist auch einfach auf 100%, nicht auf 200%. Damit das, oder ich ersetze es einfach alles mit sofort, damit wir da noch ein bisschen was haben. Und ja, ich würde mal sagen, nächste Woche, weil im nächsten Video machen wir dann, kümmern wir uns dann um die Versorgung, beziehungsweise um den Ausbau des Personenverkehrs nochmal, dass wir vielleicht da ein paar neue Linien hinzufügen, neue Punkte hinzufügen, beziehungsweise die Züge ersetzen. Ich glaube, es müsste erst gleich der andere Zug kommen, der rüberfährt nach Hilversheim. Oder braucht er noch? Da kommt er gerade an. Wunderbar. Da wartet auch schon jede Menge Holz. Okay, da wartet Holz. Vielleicht nicht jede Menge, aber da wartet Holz. Und der nimmt schon mal ein paar Bretterchen mit. Wunderbar, die Bretterproduktion sollte dann ja auch jetzt hier gleich ankommen. Auf jeden Fall wird die Produktion jetzt angehen und dann wird das auch da hinten laufen, anlaufen und so weiter. Vielleicht machen wir beim nächsten Mal sogar eine Mitfahrt. Mit der, was auch immer wir es gerade noch gut haben, ich habe es schon wieder vergessen. Sieb ist da. Mit der BR218 könnte man dann mal eine Mitfahrt machen, wenn das Ganze so ein bisschen angelaufen ist. Vielleicht machen wir das nächste Folge, vielleicht auch eine Folge danach. Strecke ist ja doch schon ein bisschen länger. Vielleicht könnte man hier nochmal eine hinpacken. Hier ein Signal. Ist
vielleicht ein bisschen ungünstig gelöst, müssen noch mal ein bisschen mal rangehen, damit das nicht auf dem über den Bahnübergang, auf dem Bahnübergang steht. Okay, jetzt fahren sie einfach durch. Alles klar. Alles klar. Hab ich so mit. ja. Mit diesen Worten und mit diesen Aussichten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, Katze. Ich hoffe, ich sehe euch am nächsten Video wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.